Nach der Vorstellung vom New Nintendo 3DS haben wir natürlich auch das Handheld Game des Monats. Da ist der Legend of Zelda Majora's Mask. Und das nützt zum Beispiel den Knüppel, so ein Analogstick, natürlich wunderbar. Genau, man braucht nicht mehr das Frankenstick-Teil, das es auch noch gegeben hat, zusätzlich. Aber so viel anders ist es nicht zum Spielen, aber es ist ein Hilf. Ja, und es ist ein ganz spezielles Zelda. Ja, man hat genau 3 Tage Zeit, um das Spiel zu beenden, also so jetzt Ingame-Zeit. Ja, es ist schon ein bisschen speziell, so immer ein bisschen im Stress sein. Ja, genau. Man hat natürlich auch die Features, wo man die Zeit kann zurückdrehen und so weiter und so fort. Es ist aber eine ganz neue Erfahrung und die ist halt für Leute wie uns, die eben sehr viel schon kennen und Abläufe kennen, ganz speziell gewesen damals, auf dem N64 und jetzt wirklich auch nochmal. Ja, es ist ja kein schlechtes Zelda, es ist einfach ein anders. Und es gibt auch Leute, die sagen, es ist das beste Zelda, das es gibt. Wir sind hier nicht ganz der gleichen Meinung, aber es ist wirklich, es macht trotzdem Spass. Genau, also es ist weit, weit vorne und eben sehr, sehr speziell.